Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Days Gone. Und ich bin immer noch hier in diesem tollen Chaka-Boom-Camp, wo ich Nester ausräuchern soll. Aber ich habe kein Benzin. Was ist das? Frontier Motel Safe irgendwas. Ah, eine Safe-Kombi. Da ist wohl jemand in der Dusche gefressen worden. Ihh. Nett. Ja, Munition kann ich immer brauchen. Scheiß Zombies. Ich habe halt nicht genug Benzin. Und ich habe halt irgendwie ein bisschen falsch dahin geschmissen. Ne? Das. Oh Gott. Ah. Benzin. Es ist aber auch irgendwie dumm, dass man die Scheißdinger nur so kaputt machen kann. Ahaha. Ich hab die Safe-Kombi. Was war da jetzt drin? Was? Hä? Was ist das? Habe ich da gerade einen Heli? Einfach nur so vom Zaun. Das ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ja, Typ. Das ist aber auch nur Nummer 3, ne? Der sieht ein bisschen frisch aus. Nein. Na also. Oh shit. Schlitzi-Zombie, Schlitz-Bitch, Arschloch, stirb, yeah. Das ist der Zombie-Schlitz-Song. Jetzt muss ich meine Waffe reparieren. Ich habe nicht mehr genug Schrott. Egal. Können wir uns mal darauf einigen, dass ihr mich in Ruhe lasst, weil es zufällig echt eklig uncool mal 12 ist, wenn ihr mir auf den Sack geht, so. Mr. Zombie. Noch eins, ja. Ach, da ist Zeit noch ein Lagerfeuer. Okay, cool. Nestner-Rückstände, ekelig. Mhm. Ein Gesundheitscocktail aus einem Zombie-Nest. Mit ganz viel Vitaminen. Nicht. Du bist schon ein bisschen eklig, Typ, oder? Was ist hier? Busch. Jo, wir nehmen mal den Busch mit. Hier spricht das NSPD, fahren Sie rechts ran. Ich muss mal kurz Ihren. Ah. Sie haben Munition dabei, das ist sehr interessant. Die muss ich mal konfiszieren. Ich brauche aber erstmal was zu abfackeln. Ah, da vorne. Abfackeln, abfackeln, abfackeln. Hey, ihr könnt euch nicht beschweren. Ich habe jetzt schon mehr von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Aber ich möchte halt gerne ein bisschen mehr
taktisch und sneaky vorgehen, damit wir nicht sämtliche Zombies in 50 Kilometern Umkreis anlocken, weil das kann halt auch passieren, ne? Also sprich, je lauter wir hier rumgammeln, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zombies natürlich, sag ich mal, daherkommen und uns anmöppen. Und darauf habe ich jetzt nicht so große Böcke, dass wir hier gleich eine fette Herde an der Backe haben oder sowas. Das könnte nämlich unter Umständen ganz schnell zu unserem Tod führen. Lappen haben wir mehr als genug. Uns fehlt nur wieder mal Kerosin. Ich mag halt mittlerweile, durch das, dass ich weiß, dass da Zombies im Kofferraum sitzen können, die Kofferraumöffnerei, ist halt schon ein bisschen schwierig. Für mich. Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Nein, wir suchen immer noch Kerosin-Deacon. Ich meine, hier wäre über mehr als genug. Aber die haben dann nur diese normalen Benzindinger. Moment mal! Wenn ich den Benzinkanister da hinlege und da drauf schieße. Gut, hier ist auch Kerosin, aber egal. Dann müsste das doch auch funzen, oder? Das probiere ich jetzt einfach aus. Mr. Benzinkanister. Würden Sie bitte hier bleiben? Ich brauche es für ein Experiment. Oh, das ist eine Pflanze. Die muss ich auch mitnehmen für ein Experiment. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich damit kein Experiment machen, aber. Wo denn? Ja. Habe ich das nicht früher gemacht? Das ist sehr schön. Danke. Ja, das ist richtig geil. Dass ihr das macht, die Vollidioten. Vor allen Dingen ist jetzt meine Waffe im Arsch. Ist halt richtig nice. Sie unterbrechen mich halt mit ihrem Scheiß. In einer Situation, wo ich mir denke, komplett unnötig. Würdest du jetzt bitte deine Waffe nehmen? Nochmal so ein Geschiff. Die Klopapierrollen, die eigentlich Verbände sind. Haran.
grunzt hat schon wieder einer. Bitch. Meine Waffe! Ja, Himmelarsch und Wolkenbruch! Das andere Mist. Ja, nee, ist klar! Ah, ey! Das ist doch nicht euer Ernst! Ey, leck mich doch am Arsch! Von wegen heil dich, bla. Ja, hab ich gemacht. Ah, sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen geschimpft habe und lauter war, aber das regt mich auf, sowas. Ja, komm her, du kreischende Scheiße rüber. Wo ist er denn jetzt hin? Vor allem richtig nice, ne? So. Kommt Drecks Wolf-Arschloch von der Seite. Und du kannst halt, wenn du dann die Waffe in der Hand hast und der kommt im Nahkampf so nah, also so dicht an dich ran. Hast halt so gut wie keine Chance. Vielleicht noch irgendwo ein Wolf, ja? Okay. Endlich, verdammt. Moment mal, wieso hat's hier vibriert? So, Nest ausgelöscht auf jeden Fall. Aber auch wenn hier wieder Zombies rumgammeln. Leck mich. Was zum... Ja, nee, es... Ach, leck mich doch am Arsch! Scheiße, perfektes Timing. Ja, weil mit der wieder um und anders snipe. Was ist denn jetzt hier schon wieder kaputt? Ja, friss die. Icon. Ey, ist es euer Scheiß Ernst? Zum Teufel ist er hin? Ich zähle jetzt bis drei. Dann lässt du die Waffe fallen und kommst raus. Eins. Ja, genau. Hier. Na schön. Also dann nochmal. Ja. Okay. Dann mal los. Kein Problem. Kannst doch mal zählen. Hm?
Deine Freundin da hinten ist tot, ne? Was ist denn jetzt hier schon wieder die ganze Zeit irgendwelche Sackgesichter, die mir auf den Pimmelüff gehen wollen? Wo ist er denn? Da unten rennt er rum, der Dummbatz. Hey, Asshole, komm halt mal ein Stück hoch. Ich bin ja auch hier. Wer ist die? Du hast einen Pfeil im Kopf. Yes. Entschuldigung, Nussschuss funktioniert anscheinend auch. So, wo ist jetzt euer beschissener Sniper, der mein Motorrad kaputt geschossen hat? Weil das ist halt richtig geil, ne? Da schießt halt einfach mein Motorrad um. Da hockt da oben, oder? Mhm. Scheiße, fast leer. Ja, sprinten, Spacko. Kannst du drücken wie ein Depp und der hat halt einfach keinen Bock. Vagabunden. Wenn ich sehen, bin ich tot. Was? Würdest du bitte... Gut. Ich kann keine Bolzen erstellen. Shitty. Ja, sorry. Seid halt blöd. Oh nein. Kein Problem.
Hier stimmt doch was nicht. Oh, verdammt! Sie ist tot! Sie ist tot! Was zum Teufel? Verletzte! Hey, was sagst du, hä? Du musst... Weg hier! Er kommt von der Seite! Was zum Teufel? Nachschub. Listen, baby, I've been bulletproof. Du ein Arschloch bist, kann ich mir eigentlich dein Snipey-Gewehr mitnehmen, oder? Oder ist das nicht mehr hier? Hm. Besser als nichts. Ich will aber nicht meine Armbrust hier lassen. Was haben wir denn hier? Ich bräuchte halt ein... Ach, jetzt kommt wieder dieser dumme Scheiß-Sound. Ich bräuchte halt einen druckenden Baum. Dann wäre das Armbrustproblem. Haben wir soweit gelöst. Mann, dieser Sprintmüll funktioniert halt nicht immer, auch wenn ich Ausdauer habe, ne? Ja, unser scheiß Motorrad bedingsten können oder nicht, sehen wir dann im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.